Wir sind live, glaube ich. Also, lasst mich kurz schauen. Ja, wir zeichnen auch schon auf. Ja, wir sind live, wunderbar. Herzlich willkommen also an alle zu unseren Heilungsgesprächen. Und ich habe das Beste bis zuletzt aufgehoben, muss ich sagen. Ich bin hier mit meinem tollen Buddy Joe Dispenza. Ich glaube, es gibt praktisch niemanden auf der Welt, der nicht weiß, wer Dr. Joe Dispenza ist. Aber falls du zu dieser winzigen Minderheit gehörst, er ist Autor mehrerer internationaler Bestseller. Er ist ein großartiger internationaler Speaker und er widmet sein Leben der Erforschung der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Spiritualität, Neurowissenschaft und Spiritualität und Spontanheilung. Und wie ich, hat auch er schon sehr viele solche Heilungen gesehen. Ein herzliches Willkommen an Dr. Joe. Schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn wir was zusammen machen. Schön, dich zu sehen, Lynn. Und übrigens, falls mich jemand noch nicht kennt, ich bin Lynn McTaggart, habe mehrere internationale Bestseller geschrieben. Im Bereich Wissenschaft und Spiritualität gibt es 4 Bücher von mir: Intention, The Bond, das Nullpunktfeld und Die Kraft der Acht, das ist das neueste Buch. Und ich leite auch das sogenannte Intentionsexperiment, eine ganz merkwürdige Sache. Später werde ich ein bisschen von unseren neuesten Experimenten erzählen. Aber Joe und ich haben so ein paar Dinge gemeinsam. Zum einen die Faszination für die gleichen Themen, zum anderen sind wir beide italienischer Abstammung und in New Jersey aufgewachsen. Das heißt, wir werden uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Wunderbar. Ich dachte, wir werden ausführlich über Spontanheilungen sprechen und wie man den Weg zur Heilung ebnet. Was bringt denn Leuten eigentlich Heilung? Und Joe habe ich deshalb dazu eingeladen. Es ist nämlich total faszinierend, sich zum Beispiel die Datenbank des Instituts für noetische Wissenschaften anzuschauen. Du erwähnst es auch in einem deiner Bücher. Diese Daten zeigen, dass Leute Spontanheilungen erleben können, von allem Möglichen, sogar von Krebs. Ein hoher Prozentsatz an Leuten kehrt die Krebserkrankung einfach um, ohne auf der physischen Ebene irgendwas dagegen zu unternehmen. Leute erleben Spontanheilungen von Diabetes, Herzerkrankungen, all diesen Dingen, wo es heißt, dass der physische Körper quasi kaputt gegangen ist. Und wir wollen die Gründe dafür ein wenig erkunden und auch darüber sprechen, was unsere Erfahrungen in unserer jeweiligen Arbeit sind. Denn wir beide sind in einem Bereich tätig, wo wir Leute mit allen möglichen Krankheiten und Leiden sehen, allen möglichen Problemen, die eine Spontanheilung erleben. Also Joe, magst du den Anfang machen? Was siehst du denn in deinen großen Kursen? Du siehst Leute, die alle möglichen Probleme haben, oder? Und irgendetwas verändert sich in ihnen. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe? Wow, über diese Frage könnten wir wahrscheinlich stundenlang reden. Und wie du bin ich auch immer sehr daran interessiert, den Prozess zu entmystifizieren, sodass er wiederholbar wird, sodass die Leute dann ein paar Werkzeuge haben, die sie im Leben verwenden können. Auf alle Fälle ist es so, dass die Leute ja im Wesentlichen im Leben auf der gleichen Schiene bleiben. Sie denken die gleichen Gedanken, treffen die gleichen Entscheidungen, sie machen das Gleiche, leben immer wieder die gleichen Erfahrungen und die erzeugen die immer wieder gleichen Gefühle und Emotionen. Und solange das gleich bleibt, bleibt auch ihre Biologie gleich. Die grundlegende Frage, die ich dann angefangen habe zu stellen, war, wenn wir die Leute dazu kriegen können, sich eine Woche lang aus ihrem Leben zurückzuziehen und die ständige Stimulierung aus der Außenwelt zu entfernen, die sie daran erinnert, wer sie zu sein glauben als Persönlichkeit. Wenn sie sich also trennen von all den verschiedenen Menschen und Orten und Dingen im Leben und wenn wir ihnen die Informationen und das Wissen geben und ein bisschen Quantenphysik mit Neurowissenschaft kombinieren und Psychoneuroimmunologie und Epigenetik und so weiter, wenn sie dann allmählich anders denken und andere Entscheidungen treffen und die Dinge anders tun und neue Erfahrungen machen, die zu anderen Gefühlen und Emotionen führen, ist die Information dann relevant genug, um ihre Biologie zu verändern? Und was wir sehen, ist, dass die Leute, die das wirklich machen, mit der Zeit dann auch ihre Genexpression verändern, ihre Immunregulation verändern und verändern, wie ihr Gehirn und ihr Herz funktionieren. Und auf der Zellebene finden jede Menge Stoffwechsel
Veränderungen statt. Ich denke, das Wichtigste davon ist, Lynn, dass die Leute wissen müssen, dass das die Wahrheit ist. Und wenn den Leuten das klar ist, dann erobern sie sich die Macht über sich wieder zurück und sagen, ja, vielleicht brauche ich ein Medikament oder ein Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht sollte ich mich mehr bewegen. Das sind lauter Dinge, die unseren Lifestyle betreffen. Aber selbst wenn du diese Dinge tust und du selbst aber trotzdem immer noch gleich bleibst, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass deine Heilung sehr viel länger dauert. Das ist also das eine. Wie ist es denn bei dir? Was siehst du denn so? Ja, ich sehe etwas ganz Ähnliches. Ich glaube, für mich konzentriert es sich auf die Gedankenprozesse. Wenn du dir die Datenbank vom Institut für Noetische Wissenschaften anschaust, siehst du zum Beispiel bei Krebs. Leute, die Krebs überwunden haben, oft sieht man da, dass sie den Krebs entwickelt haben aufgrund des sogenannten Trapped-Rat-Syndroms, also Ratte, die in der Falle sitzt. Sie haben allen Glauben daran verloren, dass es in ihrem Leben nochmals besser werden könnte. Und sie haben das Gefühl, sie sitzen in der Falle in einer schlechten Ehe oder einem schlechten Job oder so. Und das muss uns vermuten lassen, dass es ihre Gedanken sind, die den Krebs entstehen lassen. Für uns geht es also auch darum, diesen Gedankenprozess zu verändern. Und einer der schnellen Wege, die ich gefunden habe, ist natürlich die Gruppenintention. Und was da so kraftvoll dran ist, glaube ich, was da passiert, ist das, was die Mystiker als Unio Mystica bezeichnet haben. Oder im Kurs in Wundern ist es der sogenannte heilige Augenblick. Oder wieder andere bezeichnen es als spirituellen Orgasmus. Im Grunde genommen geht es darum, dass jemand in einen mystischen Zustand gelangt. Und was wir in den Intentionsexperimenten in den großen Gruppen und auch in den kleinen sehen, also in meinen Power of Eight Gruppen, was da üblicherweise passiert, ist, dass die Leute fünf besondere Aspekte erleben. Zum einen große physische Veränderungen. Sie empfinden bestimmte Dinge. Sie weinen, sie kriegen Gänsehaut. Es passiert ihnen irgendwas Körperliches. Das zweite ist ein Gefühl von Einheit mit den anderen Teilnehmern. Sie gehen aus ihrem eigenen Getrenntheitsgefühl und ihrer Isolation raus. Sie sehen die Dinge klarer. Sie sehen das Gras grüner oder die Blumen duften süßer. Ihre Sinne werden geschärft und oft haben sie dann auch ein großes Erweckungserlebnis. So ähnlich wie der Astronaut Edgar Mitchell, als er vom Mond zurückgekommen ist und dieses Aha-Erlebnis hatte. Und dann haben sie auch ein Gefühl von Verjüngung und Erneuerung. Und daraus schließe ich, dass es irgendetwas an diesem Zustand ist, diesem Zustand des Einsseins und der Vereinigung. Also irgendwas daran ist so förderlich für die Veränderung und dafür aus sich selbst rauszutreten, wie du sagst. Und das ist der Auslöser, glaube ich, wie ich in meiner Arbeit erlebe. Ja, es scheint irgendwie das bekannte Ich zu geben, die Aspekte von uns, die wir kennen, und dann das unbekannte Ich. Und dieser transzendentale Moment ist ganz häufig der, wo du von höherer Warte als nur dem bekannten Ich aus die Dinge erlebst. Und die Leute in den Zustand zu bringen, in denen sie keine Getrenntheit mehr erleben, gehört zu den größten Herausforderungen des Heilungsprozesses. Denn leider führt die Diagnose, die Krankheit, das Trauma, die Neuigkeiten dazu, dass die Person einen Moment erlebt, wo sie sich wie verwandelt fühlt. Oder anders gesagt, wenn der Arzt ihnen die Diagnose mitteilt, kommt es zu einer Veränderung in ihrem inneren Zustand? Sie haben Angst oder sind traurig. Dieser Moment verändert ihren inneren Zustand. Und je größer die Veränderung im Inneren, desto mehr achten sie darauf, was im Außen zu dieser Veränderung geführt hat. Und das Gehirn macht eine Art Schnappschuss, der im Langzeitgedächtnis bleibt. Ab dem Moment der Mitteilung der Diagnose brennt sich also alles neurologisch gesehen im Gehirn ein und schickt ein starkes chemisches Signal, nämlich eine Emotion, an den Körper. Und nun fühlt sich die Person getrennt. Nun wartet sie darauf, dass die Heilung stattfindet, um wieder Freude fühlen zu können oder Dankbarkeit oder sich neu geboren oder in einem veränderten Zustand zu fühlen.
Und in diesem Zustand der Getrenntheit warten wir darauf, dass etwas außerhalb von uns sich verändert, damit wir uns im Innern besser fühlen können. Und die Leere, das Gefühl der Getrenntheit oder des Mangels nimmt. Aber im Zustand der Transzendenz passiert etwas ganz Einzigartiges. Wir beginnen, die Emotionen des Ereignisses bereits zu spüren, bevor sich im Außen noch irgendwas verändert hat, anders ausgedrückt. Die Person, die in diesen Zustand der Verbundenheit und Ekstase geht, der Einsichten, in dem Moment, wo sie diese Veränderungen sich bemerkt, ohne äußeres Erleben, der Körper ist ja so objektiv, dass er den Unterschied nicht erkennt zwischen der Erfahrung im realen Leben, die diese Emotion erzeugt, und der Emotion, die die Person einfach nur durch ihre Gedanken produziert. Laut der Epigenetik schickt ja die Umwelt das Signal ans Gen und das Endergebnis einer Erfahrung in der Umwelt ist eine Emotion. Gewissermaßen kann man da also sagen, dass die Person dem Gen ein Signal schickt, noch bevor die Umwelt das tut. Und Gene erzeugen Proteine. Und Proteine sind verantwortlich für die Struktur und Funktion des Körpers. Und der Ausdruck der Proteine ist der Ausdruck des Lebens. Das heißt, die Amplitude der Emotion, beziehungsweise der Verbundenheit oder Ekstase oder der Ganzheit des Gefühls der Glückseligkeit, ist dann in diesem Moment größer als der Verrat oder die Diagnose, die überhaupt erst zu dieser Angst geführt hat. Und das organisiert dann die Schaltkreise im Gehirn neu und schickt dem Körper ein neues chemisches Signal. Und manchmal geht es tief genug, dass dann tatsächlich auch Gene hochreguliert werden, sodass sich Gesundheit ausdrücken kann, und reguliert jene Gene runter, die für die Krankheit zuständig sind, die die Person hat. Und das Einzigartige daran ist, dass es in Echtzeit passiert. Anders gesagt, die Erfahrung, die die Person in diesem Moment macht, verändert sie wirklich buchstäblich. Das bedeutet also, dass es nicht mehr nur um die Veränderungen im Lifestyle geht, wo Materie auf Materie einwirkt, über bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Mit diesen Dingen versuchen wir, über Materie auf Materie einzuwirken. Aber in diesem besonderen Augenblick beginnt jetzt irgendwie die Energie, die Materie zu beeinflussen. Denn es ist ja nicht die Materie, die Energie erzeugt, sondern umgekehrt. Und dieses energetische Feld, dieses Quantenfeld, wenn wir da die Signatur ändern im Feld, dann wirkt das auf die Materie ein, aufs Hologramm, das wird verändert. Plötzlich ist der Tumor weg oder die Parkinson-Erkrankung oder die MS oder die seltene genetische Störung, weil die Person einen Moment erlebt hat, der größer war als jegliche vergangene Erfahrung, die sie bisher an den gleichen emotionalen Zustand gefesselt hat. Anders gesagt, wenn das Leben dieses Menschen von der gleichen Emotion der Angst bestimmt wird, dann kann er so positiv denken, wie er will. Dieses positive Denken schafft es dann gar nicht bis in den Körper, weil der Körper ja eine ganz andere Emotion wahrnimmt. Geist und Körper stehen im Widerspruch. Wenn die Person sich aber in diesem eleganten Zustand befindet, wo sie die Emotion ihrer Zukunft spürt, noch bevor diese Zukunft eingetreten ist, dann öffnet sich da innerhalb von Sekunden die Möglichkeit dafür, dass der Körper von einem neuen Geist neu programmiert wird. Und nun informiert die Energie die Materie auf bestimmte Art. Und die unmittelbare Veränderung, die eintritt, reicht aus, dem Menschen ohne jeglichen Zweifel zu vermitteln, dass sich an seinem gesundheitlichen Zustand was verändert hat. Wie man an diesen Punkt kommt, ist schwer in Worte zu fassen. Es ist etwas, wo man diese unbewussten Gedanken hinter sich lassen muss, über die du gesprochen hast. Du musst dich aus den Programmen und Gewohnheiten befreien und den fest verdrahteten Verhaltensweisen und wirklich die Emotionen überwinden, die dich mit der Vergangenheit in Verbindung sein lassen, bleiben lassen. Denn die Emotionen beeinflussen ja die Gedanken und die Gedanken erzeugen die gleichen chemischen Stoffe, sodass du die gleichen Emotionen spürst. Die Redundanz dieses Zyklus des Denkens und Fühlens ist das genaue Gegenteil. Der Körper glaubt, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche in genau dem gleichen Erleben zu stecken. Der Körper glaubt also, dass er in dieser vergangenen Erfahrung feststeckt. Und da kommt es zu dieser genetischen Programmierung des Körpers tendenziell. Wenn man sich aber in einem höheren Zustand, in solch einem transzendentalen Moment befindet, dann erhascht man einen Blick auf sein wahres Selbst. Und anstatt im Keller zu sein, kann man sich dann selbst sehen mit allen Verhaltensweisen und Gedanken und Emotionen, und zwar von einer höheren Warte aus, einem höheren Bewusstseinszustand aus. Und von da aus schauen die Leute auf ihre Vergangenheit zurück und sehen, dass sie perfekt war, dass sie total Sinn macht, dass sie genauso geschehen hat müssen, um an diesen Punkt zu kommen.
Ja, das ist der Moment, wo die Vergangenheit nicht mehr existiert. Das ist echt total interessiert, ja. Immer wenn man zurückschaut im Rückspiegel, dann ist alles perfekt. Dann ist alles genau da passiert, um dich genau an den Punkt zu bringen. Du hast so viele gute Punkte angesprochen und ich will da jetzt gern ein paar davon aufgreifen. Du hast über Diagnose gesprochen, diese giftigen Diagnosen, und ich denke, das ist eins der wichtigen Themen. Ich mache einen Kurs mit dem Titel »Werde durch die Kraft der Acht zu einem besseren Heiler« und der Kurs ist auf ärztliches Personal zugeschnitten. Ich führe nämlich Aufzeichnungen über Diagnosegespräche, die schlecht abgelaufen sind. Die sind oft so schrecklich. Ich muss an den Fall eines Mannes mit Leukämie denken, dem es richtig gut ging, denn er wusste gar nicht, dass er Leukämie hat. Und er hat im Krankenhaus regelmäßig Behandlungen bekommen und plötzlich eines Tages, als sein Arzt kurz rausgegangen war, konnte er in seiner Akte, die da lag, sehen, dass er Leukämie hatte. Der Mann war am nächsten Tag tot oder eine Woche später, glaube ich, war das. Es hatte sich nichts verändert. Sie konnten nichts finden, was sich physisch verändert hätte. Aber dieser Gedanke hatte ihn umgebracht. Und das hat all diese Prozesse beeinflusst, über die du gesprochen hast. Es beginnt also ganz häufig mit der Diagnose, mit diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und wie gesagt, ich sammle die vielen verschiedenen Fehler, die man als Arzt machen kann, wenn man mit Patienten spricht. Ärzte, die immer, also wirklich immer Hoffnung vermitteln, das sind für mich die wahren Heiler. Meine Schwiegermutter zum Beispiel, sie hatte Brustkrebs im Endstadium. Es war zu spät für konventionelle Behandlungen. Also haben wir sie zu einem ganzheitlich arbeitenden Spezialisten gebracht, der sich ihre Brust angesehen hat, die im Grunde genommen nur mehr rohes Fleisch war. Und ich war im Raum dabei, als er sie untersucht hat, um sie ein bisschen moralisch zu unterstützen. Und ich habe ihn sagen hören, ach, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und ich dachte, ja, genau, das ist der Moment ihrer Heilung. Und so war es. Sie hat noch viele Jahre gelebt mit ein paar ganz einfachen Änderungen in ihrer Ernährung. Ich denke, die Hoffnung und die Unterstützung der Familie haben all diese Möglichkeiten gestärkt, über die du gesprochen hast. Und ich wollte auch über das Einssein sprechen, diese Vorstellung davon, in diesen Zustand zu kommen. Was für mich da wirklich faszinierend ist, ist die Kraft der Intention in Gruppen. Und du weißt ja, ich leite einen Jahreskurs namens The Power of Eight Intention Masterclass, wo ich die Leute in Gruppen einteile und sie ein ganzes Jahr lang begleite, um zu sehen, was sich in ihrem Leben verändert. Und was ich da unter anderem rausgefunden habe, ist Folgendes. Die Gruppe ist im Grunde genommen ein schneller Weg zu diesem Feld, zu diesem Quantenfeld, das du angesprochen hast. Denn immer wieder sagen die Leute, ich habe plötzlich dieses Gefühl von Einssein gespürt. Und ich denke, das ist unser potenzieller Zustand, über den du auch gesprochen hast. Dieser erhabene Zustand der Transzendenz. Und den dürfen wir auch spüren. Das ist unser Geburtsrecht. Das sind wir nämlich eigentlich. Wir haben diese außergewöhnliche Möglichkeit. Ich habe sie Millionen Male gesehen und du auch, Joe, Leute, die spontan Heilung erfahren. Das ist der Beweis dafür, dass wir diese Fähigkeit haben, gesund zu werden. Also müssen wir nach Methoden suchen, wie wir in diesen Zustand kommen können. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir, wenn wir aus diesem Gefühl der Getrenntheit rausgehen und einen Blick darauf erhaschen, wie dieses Feld ist, dient dazu, dass wir dann unser tatsächliches Sein fühlen können als Teil von etwas Größerem. Und das kann eine enorm heilende Wirkung haben. Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und da gibt es diesen eleganten Moment, der sich in unseren Studien zum Beispiel darin zeigt, dass wir einen Hirnscan betrachten in Echtzeit und wir können tatsächlich den Zustand vorhersagen und sogar hervorrufen, wo die Person buchstäblich über sich selbst hinauswächst, all die Assoziationen hinter sich lässt, mit denen sie sich identifiziert hat, alles Materielle und Bekannte in der dreidimensionalen Realität. Und sie vergisst dann total, dass sie ein physischer Körper ist. Sie denkt nicht mehr an die Menschen, die Dinge, die Gegenstände in ihrem Leben oder wo sie gerade sitzt oder wohnt oder arbeitet. Sie denkt nicht an die Zeit. Sie versucht nicht mehr vorherzusagen, was im nächsten Moment passiert. Und sie denkt auch nicht mehr an die Vergangenheit.
Sie löst sich gewissermaßen von allem Physischen und Materiellen und wird zu reinem Bewusstsein. Und es ist dieser Moment, den du eben nur umschreiben kannst, wo du dich letztlich hingibst und nicht mehr versuchst, irgendwas zu erzwingen. Und durch dieses Loslassen kommst du von der Getrenntheit zu einer Verbundenheit, zum Kontakt mit einer Ressource, die uns allen ständig zur Verfügung steht. Aber die Frage lautet eigentlich, wie viel von unserem Alltag widmen wir von der Aufmerksamkeit her der Materie und der physischen Welt? Und wie viel der Energie und der Information den Leuten beizubringen, zu diesem Moment zu kommen, wo sie sich mit dem Feld verbinden, dazu müssen sie etwas von den wissenschaftlichen Grundlagen verstehen, also eine Art Modell. Aber das Wichtigste ist, dass sie unbewusste Programmierungen überwinden müssen, denen wir alle auch du und ich, schon mal zum Opfer gefallen sind. Und das ist, dass wir unbewusst darauf konditioniert sind, zu glauben, dass unsere äußere Welt uns etwas liefern muss, einen Gegenstand, eine Sache, eine Erfahrung, damit sich in unserem Inneren etwas ändern kann. Das bedeutet, dass wir uns auf irgendeine äußere Substanz verlassen, auf irgendetwas außerhalb von uns. Und wenn wir von etwas außerhalb von uns abhängen, um unseren inneren Zustand zu ändern, je mehr wir auf Nachrichten in unserer Umgebung reagieren oder bestimmte Umstände im Außen, desto stärker kann unser lebendiger Organismus auch geschwächt werden. Anders gesagt, deine Frustration, deine Wut, deine Angst, deine Anspannung, dein Schmerz, deine Schuldgefühle. Diese Reaktionen auf Ereignisse in der Außenwelt schwächen dann allmählich den lebenden Organismus. Wenn jemand also zum Beispiel nicht mehr auf die Umstände im Leben auf gleiche Art und Weise reagiert, das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, wo die Heilung dann auch wirklich greifen und nachhaltig wirken kann. Du kannst die unglaublichste, tollste Meditation deines Lebens gerade gemacht haben. Dann stehst du auf und reagierst wieder genau gleich auf deinen Kollegen, deinen Chef, deine Ex, auf deine Schwiegermutter, was auch immer, wen auch immer, Verkehr, Nachrichten. Dann bist du wieder bei genau der gleichen Persönlichkeit gelandet, die mit der gleichen persönlichen Realität verknüpft ist. Und damit steuert nun ständig die Umgebung deine Gedanken und Gefühle. Und wenn das so ist, bist du das Opfer deiner Außenwelt und bist anfälliger dafür, durch deine Außenwelt geschwächt zu werden. Also vom Außen abhängig zu sein, damit sich der innere Zustand verändert. Das ist das genaue Gegenteil. Da kommen wir dann an den Punkt, wo wir sagen, der Arzt hat gesagt, ich habe noch 6 Monate zu leben. Ich habe schreckliche Schmerzen, die Medikamente funktionieren nicht mehr, die Chemotherapie wirkt nicht, die Operation hat nichts gebracht. Was habe ich jetzt also noch? Ich habe nur mehr mich und meinen Glauben daran, dass alles möglich ist. Leider ist das ein Weg, den viele Leute gehen. Es ist wie ein Weckruf. Und du und ich haben ja Leute gesehen, die eine Entscheidung getroffen haben. In einem bestimmten Moment. Und ich habe mit vielen Leuten geredet, die Spontanheilungen hatten und habe sie immer gefragt, was war denn der Augenblick, der den Unterschied gemacht hat? Und oft sagen sie, weißt du was, ich konnte das alles immer gut nachvollziehen, aber unbewusst habe ich geglaubt, dass das zwar für alle anderen, aber nicht für mich funktioniert. Das war mir bisher einfach nie klar. Und jetzt wechselt die Person von der Tribüne aufs Spielfeld. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, sich selbst zu beweisen, dass es auch für sie funktionieren kann. Und das ist ein tiefgreifender Moment, in dem die Person trifft, eine Entscheidung, sich zu verändern. Und die ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern die Entscheidung wird mit solch fester Intention getroffen, dass sie ein derartig hohes Maß an Energie hat, dass der Körper dadurch auf den Geist reagiert. Und diesen Moment der Entscheidung wird er oder sie nie mehr vergessen. Und je stärker die Emotion, die die Person bezüglich dieser Entscheidung spürt, desto stärker erinnert sie sich an diese Entscheidung. Und das ist eine Riesenexplosion im Quantenfeld. Das ist ein Knotenpunkt, wo die Person ihrem Körper nun eine Kostprobe von der Zukunft gibt, emotional, und wird dir dann berichten, ich erinnere mich an den Moment, in dem ich mich für die Veränderung entschieden habe, wo ich mich dazu entschlossen habe. Und von dem Punkt an war es nicht mehr anstrengend, keine Arbeit mehr. Klar, immer noch eine Herausforderung, aber ab da hat diese Person keinen Tag mehr versäumt, weil sie diese Verpflichtung sich selbst gegenüber eingegangen ist. Und vielleicht braucht sie dann 6 Monate, um diese unbewussten Gedanken
und automatischen Verhaltensweisen, unbewussten Reaktionen hinter sich zu lassen. Und für den Außenstehenden, der die ganze Sache betrachtet, erlebt die Person ganz plötzlich einen Moment der Transzendenz und der Außenseiter denkt, ah, dieser, der ist was ganz Besonderes, hatte so ein Glück, das zu erleben. Aber er hat ja diese ganzen Veränderungen in den Gedanken, Verhaltensweisen dieser Person gar nicht mitbekommen, die zu diesem Augenblick geführt haben. Und dieser elegante Moment, wo sie ihre Persönlichkeit transzendiert, das ist der Moment, wo diese Intelligenz, mit der wir verbunden sind und deren Signatur die Ganzheit ist, und reine Liebe, Glückseligkeit und Ekstase uns durchströmen kann. Und das ist der Moment, wo der Körper zu heilen beginnt. Das ist der Moment, wo unsere Biologie sich verändert. Es kommt zu einem biologischen Upgrade. Und mehr Leute erleben das. Denn es ist das, was unerreichbar schien. Und wenn jemand den Durchbruch mal geschafft hat, dann springen plötzlich alle auf. Und das ist der wichtige Punkt in der Geschichte im Moment, dass die Information so leicht zu bekommen ist, sodass du dann, wie wir, jemanden in deinem Workshop auf der Bühne stehen hast, einst mit Krebs im Endstadium und seine Geschichte erzählt, vom Anfang bis zum Ende, und es ist keine ruhmreiche Hollywood-Version, hat alles verloren, Familie hat ihn verlassen, die Diagnose wurde nochmal schlimmer, aber er hat nie aufgegeben, und dann steht dieser Mensch auf der Bühne und du schaust der Wahrheit ins Auge, da steht die Wahrheit direkt vor dir. Und es ist ein ganz normaler Mensch, nicht total jung und total fit, kein Veganer und so weiter, ganz normaler Mensch. Und da spitzen dann alle die Ohren und schauen ganz genau hin, denn sie wollen wissen, dass dieser Mensch die Wahrheit sagt, und das tut er. Denn seine Erfahrung kann jemandem im Publikum mit einer ähnlichen Krankheit helfen. Und an dem Punkt sagt dann plötzlich jemand, wenn der das kann, kann ich es auch. Und dann tritt die Person in diesen Fußabdruck. Und das Coole daran ist, dass es für den Zweiten dann schon nur mehr halb so lang dauert, die gleiche Veränderung zu vollbringen. Denn die Information ist schon im Feld, der Fußabdruck ist schon da und der lebende Beweis steht vor ihm oder ihr. Und was einst unmöglich schien, wird nun zu einer Chance für wieder jemand anderen, sich zu beweisen, dass es in der Tat möglich ist. Und genau wie ansteckende Krankheiten sich weiter verbreiten, verbreiten sich nun Gesundheit und Wohlergehen und werden genauso ansteckend. Und ich denke, dass es heutzutage nicht mehr reicht, etwas zu wissen, sondern man muss wissen, wie es geht. Und ganz viele Leute docken da jetzt an. Oh, du hast so recht, finde ich. Und wie du sagst, diese Erfahrung mit anderen Leuten zu machen, mit Leuten zusammen zu sein, wie du sagst, die ein sogenanntes Wunder erlebt haben. Und plötzlich entdeckst du dann, dass es vielleicht gar kein Wunder ist, sondern etwas, was auch mir innewohnt. Vielleicht ist das eine Kraft der Heilung, auf die ich Kraft meiner Geburt ein Recht habe. Das sind so Aspekte, die ich mir oft ansehe. Denn je mehr ich mich mit diesem erweiterten menschlichen Potenzial beschäftige, desto mehr nehme ich es wahr, ganz außergewöhnlich. All die Intentionsarbeit und ganz viel Wissenschaft. Also nehmen wir zum Beispiel mal Remote Viewing, die Studien an der Princeton-Universität dazu. Das ging so vor sich. Also da war eine Person im Labor, der war der sogenannte Remote Viewer. Und er hatte einen Partner, der irgendwohin unterwegs war, an einen zufällig ausgewählten Ort. Und der diesen Ort erst erfahren hat, als er irgendwann später einen Umschlag erhalten hat. Die Person wurde irgendwohin geschickt. Das konnte um die Ecke sein oder 2000 Meilen entfernt. Und der Remote Viewer musste zeichnen und beschreiben, wohin sein Partner unterwegs war, bevor der Partner den Umschlag erhalten hat. Es ging also um Präkognition, es ging um Vorhersagen. Und in 2/3 aller Fälle, also in einer hohen Anzahl von Fällen, haben diese ganz gewöhnlichen Leute, die hatten keine Erfahrung im Remote Viewing oder so, sie hatten unglaubliche Erfolge, wirklich starke Zeichnungen und Beschreibungen. Was jetzt Heilung betrifft, also unsere Fähigkeit, gesund zu werden, das wussten wir als Kind bereits. Als Kinder wussten wir, dass wir außergewöhnliche Fähigkeiten und Möglichkeiten haben. Aber die wurden von unseren Autoritätsfiguren abqualifiziert und natürlich auch von unserer Geschichte, die so sehr der Wissenschaft verpflichtet ist. Aber ich habe das mit eigenen Augen gesehen und du ja auch, und da hast du etwas sehr Wichtiges gesagt.
Wenn die Leute sehen, dass jemand anders es geschafft hat. Was ich in meiner Arbeit gesehen habe, in den Power of 8-8-Gruppen, ist der Altruismus. Der spielt eine enorme Rolle. Aus dir selbst rauszukriechen, aus deiner eigenen traurigen kleinen Geschichte auszusteigen, ist etwas Zentrales, wenn man eine Gruppenerfahrung machen will. Du musst mehr geben als empfangen. Und wenn Leute nicht weiterkommen und es sich nicht bessert, dann sage ich ganz häufig einfach nur, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Fokussier dich einfach einen Moment lang auf jemand anderen und schau, was passiert. Einer der außergewöhnlicheren Fälle, die wir an einem Live-Vortrag von mir hatten, noch vor Covid, also vor einem Jahr, das war in London. Da waren ungefähr 700 oder 800 Leute. Und ich stelle die Leute ja meist in Achtergruppen zusammen und lasse sie einem Gruppenmitglied mit einer gesundheitlichen Herausforderung Energie schicken. Meist mache ich das so. Und danach frage ich dann immer, ob irgendjemand was erzählen mag. Und dann stehen die Leute auf und sagen, mein Schmerz ist verschwunden oder ich kann mich jetzt wieder besser bücken, obwohl ich diese Kniearthrose habe und so weiter. Und bei der letzten Person hat dann die gesamte Gruppe gesagt, du musst mit ihr reden, mit Maya. Maya saß ganz vorne in einem elektrischen Rollstuhl. Sie war vom Hals abwärts gelähmt. Sie hatte irgendeine merkwürdige idiopathische Paralyse. Junge Frau, Ende 20, und es war doppelt tragisch, weil sie Tänzerin war. Und die Ärzte wussten nicht, was da los war. Es war kein Unfall, sie ist nicht gefallen, nichts. Sie saß also da und ich habe gesagt, Maya, und plötzlich steht sie auf. Ich habe den Videobeweis. Die Organisatoren haben ein Video gemacht. Und ich war total geplättet. Das Publikum auch. Und sie stand auf und hat gesagt, wow, ich stehe. Und sie hat gesprochen und sich bewegt, ganz normal. Das hat mich sehr fasziniert, dass ich sie dann danach angerufen habe und sie interviewt habe und habe sie dann gefragt, was war denn der entscheidende Moment, Maya? Was ist denn da passiert? Und sie hat gesagt, ich habe mehr Liebe von dieser gesamten Gruppe gespürt als je zuvor in meinem ganzen Leben. Und es war sogar zu viel für mich. Deswegen musste ich einen Teil davon weiterleiten. Und so hat sie einen Teil der Liebe an eine Verwandte mit Krebs im Endstadium weitergegeben. Und sie hatte in dem Moment das Gefühl, als würden die Räder des Rollstuhls in den Boden einsinken quasi, als würde sie ihn nicht mehr brauchen. Es war wirklich faszinierend und eine großartige Erkenntnis in Bezug auf das, was da passiert. Und ich sehe das bei den Leuten in meinen Power of Eight Gruppen, auch in meiner Meisterklasse, weil wir sie ja das ganze Jahr begleiten. Da hatten wir eine Frau, die von Bestrahlungen an einem Ohr taub war. Und ihre Gruppe hat einfach regelmäßig Intentionen für sie gemacht und sich auf das Bild eines perfekten Ohrs konzentriert. Und plötzlich wurde ihr klar, dass sie wieder hören konnte. Wir hatten auch viele weitere Krebsfälle, wo der Gruppeneffekt, also eine Kombination aus Liebe, Altruismus, dich selbst nicht so wichtig nehmen, dich den Großteil der Zeit auf jemanden anderen fokussieren, dir hilft, an den Ort zu gelangen, den du angesprochen hast, Joe. Ja, ich denke, Altruismus ist ein wichtiges Element. Also die Vorgehensweise, die wir verwenden in unserer Arbeit, also um anzufangen, die Realität zu beeinflussen, dein Körper oder etwas im Außen, dazu musst du eine klare Intention mit einer höheren Emotion verknüpfen. Und das erfordert ein kohärentes Gehirn und ein kohärentes Herz. Das heißt, wir üben, die Kohärenz in diesen beiden Organen herzustellen. Und viele Leute sagen dann in einem einwöchigen Event, ich tue mir echt schwer, weil ich mein Herz nicht öffnen kann, ich kann eigentlich keine Liebe spüren und so weiter. Und ich frage dann immer, welche Gefühle übst du denn regelmäßig? Denn die, in denen du dich übst, in denen wirst du dann auch richtig gut. Es muss also bei vielen quasi ein Umdenken erfolgen. Einer der grundlegenden Momente ist für viele Leute der, wo sie die Chance haben, einen anderen zu heilen. Denn dieser Akt des Gebens führt dazu, dass du dein Herz öffnen musst. Und dadurch wird Stickoxid ausgestoßen, dadurch weitere andere chemische Substanzen und dein Herz schwillt buchstäblich an. Wenn wir geben, öffnen wir also unser Herz. Und wenn wir das tun, dann ist es etwas Selbstloses, wo wir unsere Aufmerksamkeit von
uns selbst weglenken müssen. Und die, die die ganze Woche vergeblich versucht hatten, Liebe zu spüren, je mehr sie ihre Aufmerksamkeit von sich abziehen und auf jemand anderen lenken und ihnen klar wird, dass es ohnehin noch nie um sie gegangen ist, sondern ums Geben geht, um den Moment, wo sie selbst beiseite treten und dem Leben eines anderen Menschen Leben schenken können. In diesem Moment erkennen sie, ah, genau so geht das mit dem Herz öffnen. Sich also im Geben zu üben und darin das Herz zu öffnen und das auch zu tun, wenn all die chemischen Überlebenssubstanzen da sind, ihnen zu trotzen, der Angst, der Aggression, dem Schmerz. Also selbst dann, wenn all die Umstände im Außen dir gebieten, dein Herz zu schließen, dann es ist etwas Natürliches und Normales. Wir aber müssen etwas Übernatürliches tun. Und dazu müssen wir uns darin üben, an den Ort zu kommen, wo wir diesen Überlebenssubstanzen trotzen können und unserem Körper beibringen, sich sicher genug zu fühlen, um in diesen kreativen Zustand zu kommen. Und das den Leuten zu vermitteln, erfordert häufig, dass sie sich dazu überwinden. Denn diese Stresshormone machen uns selbstsüchtig. Geben aber ist eine selbstlose Handlung und genau diese Handlung des Gebens und der Herzöffnung beginnt dann, uns zu heilen. Und ich weiß, dass du das auch schon ganz oft gesehen hast. Wir sehen das so häufig. Wenn Leute andere heilen, werden sie selbst in diesem Prozess geheilt, weil sie in solch einem erhabenen Zustand sind, dass der Körper die Emotion der Heilung erlebt. Und das verändert dann auch entsprechend die Biologie des Gebenden. Wir hatten mal jemanden, der schon jahrelang an der Dialyse hing und an einer Heilung von jemand anderem teilgenommen hat und ab dann nicht mehr an die Dialyse musste. Den Leuten muss klar sein, dass man damit wirklich sehr tief gehen kann. Wenn du jeden Tag präsent bist in den Intentionsexperimentgruppen und wenn du wirklich gut sein möchtest in der Heilung und wenn du es nicht machst, um eine andere Identität zu erzeugen, sondern wirklich deshalb, weil du dir diese Fähigkeit, diese Ressource wünschst, damit du sie für Menschen in deinem Leben verwenden kannst und wenn du keine weiteren Wünsche daran knüpfst, außer dass du Zeuge der Geschichte dieses Menschen wirst. Also an den Nachbesprechungen unserer Heilungsgruppen, die weltweit stattfinden, nehme ich auch immer mal wieder gerne teil und höre mir total gern die Geschichte an, wo eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter auf nichts reagiert hat, aufgrund eines Geburtstraumas und nach 3 oder 4 Heilungssitzungen nimmt das Kind jetzt Kontakt zu anderen auf, auch zu den Geschwistern und fängt an zu reden. Und es ist gar nicht so, dass das am allerwichtigsten wäre, sondern es ist die Emotion der Heilenden. Wenn die da sitzen und alle Tränen in den Augen haben, weil sie wissen, dass sie auf irgendeiner Ebene das Leben eines Menschen verändert haben. Und wir machen das für dieses Gefühl. Das heißt, jedes Mal, wenn wir erfolgreich sind oder das Leben von jemandem verändern helfen können und die Emotionen einer Mutter feiern, deren Kind nun im Kontakt mit anderen Kindern sein kann, und dann sind wir alle auf Zoom und heulen alle gemeinsam. Diese Emotion, und da bin ich mir ganz sicher, wird dir dann das nächste Mal, wo du eine Heilung begleitest, helfen. Du wirst dich dadurch noch stärker auf dieses Gefühl einlassen können. Und wenn du dieses Gefühl ständig hast und wenn du dich so ganzheitlich und so verbunden und so ins Leben verliebt fühlst, dass du gar nichts mehr willst, dass du nicht mehr in der Getrenntheit bist, dann hast du nur noch einen Wunsch, nämlich den, dass die Leute sich so gut fühlen wie du. In diesem Zustand kannst du nicht anders als geben. Und je mehr du gibst, desto mehr von dieser Energie und von diesen Emotionen spürst du selbst. Und jetzt macht er oder sie es nur mehr deshalb, weil er noch mehr Liebe spüren möchte. Noch mehr von diesem Gefühl. Und dann auch noch die Auswirkung ermessen kannst, dass du geholfen hast, das Leben von jemandem zu verändern. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Ja, da hast du absolut recht, Joe. Und es gibt etliche wissenschaftliche Studien, die die Wirkung von Altruismus belegen. Als wir anfangs die Heilungen in den Power of Eight-Gruppen erlebt haben, da hat die Journalistin in mir, die investigative Reporterin, in mir ständig dann nach dem Warum gefragt. Und ich habe mir den Altruismus angesehen. Und der Altruismus ist wirklich wie so eine schusssichere Weste. Je mehr du für andere machst, desto gesünder bist du und desto länger lebst du. Ich meine, da gibt es Studien mit Leuten, die sogar ihren Job verloren haben. Amerikaner in der untersten Einkommensklasse, die nicht depressiv oder krank geworden sind, solange sie 2 Dinge hatten. Eine starke Spiritualität
Und noch wichtiger, eine starke spirituelle Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die kommt und hilft. Das heißt, es geht um Verbundenheit und Altruismus. Die sind wirklich wichtig. Und man sieht das auch an Menschen, die krank sind und etwas für andere tun, die auch krank sind. Denen geht es mit der Zeit besser. Da passieren also außergewöhnliche Dinge. In unseren Power of Eight Gruppen haben wir erlebt, wenn jemand in der Sackgasse ist und etwas für jemanden anderen tut. Also da war zum Beispiel Lisa, die nicht weiterkam mit ihrem Wunsch, einen Bestseller zu schreiben. Sie war Körpertherapeutin und wollte ein Buch über die Heilung von Trauma schreiben. Sie hatte eine richtig tolle Methode entwickelt und wollte die der Welt präsentieren. Sie hatte noch nie ein Buch geschrieben, kam nirgendwo hin. Drei Lektoren hatten schon dran rumgemacht. Sie wusste nicht mehr weiter und auch in ihrer Gruppe kam sie nicht weiter. Also habe ich schließlich gesagt, Lisa, nimm dich nicht so wichtig. Mach jetzt eine Intention für jemanden, der ein größeres Problem hat als du, der Hilfe nötiger hat. Also hat sie das dann gemacht. Sie hat dann Intention für jemanden gemacht, der ein großes finanzielles Problem hatte. Und ich glaube, am Ende des Tages, dieses Tages schon, hatte sie plötzlich den Drang, in einen Laden zu gehen, obwohl sie da eigentlich gar nichts brauchte. Sie geht also da rein, trifft zufällig jemanden, der ihr schon mal vorgestellt worden war. Aber was sie nicht wusste, war, dass diese Frau ein Buchcoach war. Und als sie von diesem Projekt hörte, hat sie ihr angeboten, sie durch den gesamten Prozess zu begleiten, inklusive des Marketing. Das Ende des Lieds war, dass Lisa einen Amazon-Bestseller geschrieben hat. Und so etwas passiert immer wieder. Sobald die Leute loslassen, anfangen, jemand anderem zu helfen, setzt auch in ihnen die Heilung ein. Vielleicht durch etwas im Universum oder durch ihr eigenes Gefühl, dass sie es wert sind, weil sie ja mit einem offenen Herzen Hilfe anbieten und ohne die Erwartung, etwas zurückzubekommen. Das scheint mir das Heilsame zu sein. Ich sehe das eben ganz häufig, nicht nur in den Power of Eight Gruppen, denn das ist ja eine Gruppe, in der du sieben anderen jeweils eine Intention schicken musst und dann bist du selber dran. Da musst du also altruistisch sein, aber ich sehe es auch in den großen Intentionsexperimenten, die ich mache. Und vielleicht kurz für die Zuhörer von deiner Seite, Joe, die nicht genau wissen, was ich da mache. Seit 2007 leite ich das sogenannte Intentionsexperiment. Ich arbeite mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt und lade immer mal wieder meine Leser oder ein konkretes Publikum ein, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, eine Absicht zu schicken an ein bestimmtes Ziel. Bis heute habe ich 36 solche Experimente gemacht, 32 davon haben sich messbare, positive und im Wesentlichen signifikante Wirkungen gezeigt. In den jüngsten dieser Experimente habe ich mich mit der Heilung von polarisierten Gemeinschaften beschäftigt. Das ist zufällig so entstanden. Ich habe ein Intentionsexperiment eingerichtet mit Leuten, die gegensätzliche Pole vertreten haben, als Teil eines Zoom-Treffens, das dann über Facebook ausgestrahlt werden sollte, und zwar am 17. Januar, direkt vor der Amtseinführung. Es ging mir darum, die Gewaltbereitschaft bei der Amtseinführung zu senken. Ich hatte das vor dem 6. Januar organisiert und wusste zu dem Zeitpunkt also natürlich noch nichts von diesem Sturm aufs Kapitol. Aber was wir dann in dieser Gruppe gemacht haben, also das war Folgendes. Ich hatte ein paar Republikaner und ein paar Demokraten. Ich hatte ein paar Afroamerikaner und einen Vertreter der Polizei. Jemanden, der von Covid genesen war und jemanden, der die ganze Sache für eine Verschwörung hält. Wir hatten wirklich eine Gruppe ganz, ganz unterschiedlicher Menschen und sie kamen alle zusammen und haben es gemeinsam gemacht. Und wir haben herausgefunden, und das war wirklich außergewöhnlich, das Herz hat diese Kluft überwunden. Plötzlich wurden Feinde zu Freunden, die Leute haben einander Liebe geschickt, diese polarisierten Menschen haben begonnen, in Kontakt zu treten. Und etwas Ähnliches ist auch in einem großen Intentionsexperiment passiert, das ich für Jerusalem gemacht habe, vor ein paar Jahren. Wir hatten Araber und Israel. Und nach dem Experiment, und dabei war das Ziel gar nicht so wichtig, sondern die Tatsache des Zusammenkommens im weltlichen Gebet im Grunde genommen, hat den Herzen geholfen, die Kluft zu überwinden.
Und wenn man sich da die wissenschaftlichen Hintergründe anschaut, was zum Beispiel mit dem Vagusnerv passiert, wenn man etwas Mitfühlendes oder Altruistisches macht, dann sieht man, und das weißt du ja alles, dass der sich anschaltet. Und das hilft dir dabei, mit Menschen in Kontakt zu treten, die anders sind als du. Was an der Gruppenintention auch außergewöhnlich ist, meine ich, ist auch diese Fähigkeit, das Herz zu heilen und es eben diese Kluft überwinden zu lassen. Und als ich die Teilnehmer an diesem Experiment vor ein paar Wochen befragt habe, haben sie mir erzählt, dass sie nicht mehr so große Angst vor Covid haben, dass es nicht sofort eine starke Reaktion in ihnen auslöst, wenn sie mit jemandem von einer anderen politischen Partei sprechen. Da haben also alle möglichen Arten von Heilungen stattgefunden, auch Migräne und so weiter. Und meiner Meinung nach ist es dieser Moment des Zusammenkommens in einer Gruppe, gemeinsam etwas zu tun. Und das ist nicht nur etwas Gutes, sondern das ist das einzig Mögliche, das ganz Wesentliche für deine eigene Heilung und die Heilung aller anderen. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Joe, lass uns ein paar Fragen beantworten. Ich weiß, dass wir hier Leute haben, die Fragen haben. Kann ich hier sehen? Wählen wir jetzt mal eine Frage für dich aus. Ja, das hier ist eine gute. Kannst du uns Beispiele für die Veränderungen geben, die Leute vornehmen, um ihre Heilung zu beschleunigen? Was versuchst du denn in deinen Workshops zu bewirken, damit die Leute da entsprechend in Gang kommen? Es scheint da zwei Wege zu geben, die ich kenne, was Heilung betrifft. Wenn deine Persönlichkeit eine persönliche Realität kreiert und deine Persönlichkeit daraus besteht, wie du denkst, handelst und dich fühlst, und wenn du eine neue persönliche Realität in deinem Leben kreieren willst, dann bedeutet das, dass du deine Persönlichkeit, also etwas an dir, ändern musst. Du musst dir mal Gedanken darüber machen, was du normalerweise so denkst, und das verändern und dir deiner unbewussten Gewohnheiten, Verhaltensweisen bewusst werden und musst das alles modifizieren. Und wie schon gesagt, schau dir die Emotionen an, die dich in der Vergangenheit verankern und entscheide, ob sie auch in deine Zukunft gehören. 95% dessen, wer wir sind, ist bereits fertig programmiert, wenn wir mal 35 sind. Das heißt, den größten Teil von uns machen unbewusste, tief eingegrabene Gewohnheiten aus, auch emotionale Reaktionen. Der erste Schritt zur Veränderung besteht also darin, dir deines Unbewussten selbst so bewusst zu werden, dass du im Alltag nicht mehr ins Unbewusste abgleitest. Da sind wir wieder bei der tollen Meditation, von der du aufstehst und wieder zu deinem gleichen alten Ich zurückkehrst. Da wird sich dann nicht viel ändern. Du bist ja wieder in der gleichen Biologie. Das heißt, wir müssen jetzt Körper und Gehirn auf einen anderen Zustand vorbereiten. Wenn du dir einmal dessen bewusst wirst, wer du nicht mehr sein willst, das Wort Meditation bedeutet ja vertraut werden mit, also so vertraut zu werden mit diesen körperlichen und geistigen Zuständen, dass du nicht mehr ins Unbewusste abgleitest. Für die Vorbereitung von Körper und Geist musst du dich fragen, welche Gedanken will ich denn in meinem Gehirn zusammenfeuern und sich verbinden lassen? Und dann musst du mit Aufmerksamkeit und Intention anfangen, die entsprechende Hardware zu installieren. Nervenzellen, die zusammenfeuern, verbinden sich auch fest miteinander und das wird dann zur neuen Stimme in deinem Kopf, ganz automatisch. Und wenn du jetzt sagst, okay, wie will ich mich heute dem Chef gegenüber Verhalten, meinen Kindern, den Kollegen gegenüber. Ich lasse mir da jetzt was viel Besseres einfallen. Wenn du dich hinsetzt, die Augen schließt und im Geist immer wieder durchspielst, wer du dann sein willst oder würdest. Und dann kommt ein Moment, wo du ganz präsent bist und dein Gehirn den Unterschied nicht erkennt zwischen der Erfahrung in der Realität und dem, was du dir vorstellst. Und du kannst in der Tat das Gehirn durch die Installation dieser Hardware so vorbereiten, dass es so aussieht, als hättest du es bereits getan. Jetzt wird das Gehirn zu einer Landkarte für die Zukunft. Und wenn du das oft genug wiederholen kannst, dann führt dieses beständige Zusammenfeuern und sich Verbinden dazu, dass eine Art Software entsteht. Das heißt, du hast jetzt Schaltkreise installiert, die dafür sorgen, dass du dich automatisch so verhältst. Wenn du das immer wieder machst, wird dir das also vertraut. Und dann fragst du, wie würde ich mich fühlen, wenn ich alles erreicht habe, was ich heute erreichen will? Dass ich mich großartig verhalte, dass ich den ganzen Tag bewusst bleibe. Was wäre denn die Emotion, die mein Körper fühlen soll, bevor es noch geschehen ist? Was will ich ihm dabei bringen? Dann musst du Schmerz, Leiden, Schuldgefühle, dich unwürdig fühlen, eintauschen gegen diese höhere Emotion. Und du willst, dass dein Körper vertraut wird mit einem neuen chemischen Zustand. Wenn du das oft genug machst,
verletzt, dann verändern sich die Schaltkreise im Gehirn, die biochemischen Substanzen und die Hormone. Und es verändert sich die Genexpression, sodass du mit der Zeit buchstäblich zu jemand anderem wirst. Das alte Ich ist dann überwunden und zu einem neuen Ich geworden. Das ist also die eine Möglichkeit. Die andere ist der Moment der Transzendenz, wo die Person endlich diesen Punkt erreicht, wo sie so sehr aufgeht in ihrem inneren Prozess, dass sie nicht mehr auf ihren Körper oder ihre Umgebung achtet und sich auch von der linearen Zeit löst. Das ist der Moment, wo sich die Tür zum Quantenfeld öffnet. Und wenn die Person es betreten bzw. damit in Interaktion treten kann, dann erleben wir eine spontanere Veränderung, eine unmittelbarere. Oder anders gesagt, der Moment der Transzendenz, wo sie sich mit dieser Signatur der Ganzheit verbindet, wird innerhalb von Sekunden auch biologisch im Körper abgebildet. Manchmal ist es eine Kombination von beiden Möglichkeiten, aber es geht letztlich darum, den Leuten viele Möglichkeiten zu geben, über sich hinauszuwachsen und sich zu verbinden und Wissen und Informationen zu nehmen, auf sich zuzuschneiden und sie anzuwenden und die entsprechenden Erfahrungen zu machen, beziehungsweise die Wahrheit zu erfahren und sie zu verkörpern. Und wenn sie das oft genug machen, werden sie zu diesem Wissen und werden vom Philosophen zum Eingeweihten und zum Meister von sich selbst. Also beides im Grunde genommen. Super, vielen Dank, Joe. Claudia schreibt hier, ich bin 51 und habe eine schwere Skoliose. Ist es möglich, sogar Knochen zu heilen? Ich beantworte das mal gern. Wir hatten nämlich gerade einen Mann, Raymond, in unserer Masterclass in diesem Jahr, der ganz schrecklichen Knochenkrebs hatte. Und er hat sich deshalb auch ständig die Knochen gebrochen. Und es war so schlimm, dass die Ärzte dachten, sie müssten ihm beide Beine amputieren. Seine Gruppe hat dann also immer weiter Intention für ihn gemacht. Sie haben an Raymond gearbeitet, bis er dann seine Operation hatte. Und davor hatten die Ärzte gesagt, dass sein Krebs gestreut hatte. Aber in der Operation haben sie dann nur einen einzigen Krebstumor gefunden. Und seine Knochen hatten sich um so viel gebessert, dass sie nicht mehr amputieren mussten. Und solche Dinge sehe ich ganz häufig. Ich habe Leute gesehen, die wirklich außergewöhnliche Heilungen erlebt haben. Da war ein Junge, er hieß Luke, und sein Stiefvater hat mir damals geschrieben, weil der Junge versucht hatte, mit 15 Selbstmord zu begehen, nachdem er sich von seiner ersten ernsthaften Freundin getrennt hatte. Und er ist etwa 15 Meter in die Tiefe gesprungen, auf Beton gelandet. Und Luke hat sich jeden Knochen im Körper gebrochen. Die Ärzte dachten nicht mal, dass er überleben würde. Aber wir haben eine Heilung gemacht. Im Grunde genommen eine Heilwache an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen, während der Stiefvater uns ständig auf dem Laufenden gehalten hat, wie es ihm geht. Und er konnte aufschreiben, dass Luke immer dann, wenn wir Intention gemacht haben, sehr stark reagiert hat. Und nach etwa 3 oder 4 Wochen schon wurde Luke aus dem Krankenhaus entlassen. Das war eine Rekordzeit. Ich habe letzten Herbst seine Eltern gesehen bei einem Vortrag, den ich gehalten habe, und sie haben mir ein Bild von ihm gezeigt, ein normaler, gesunder 18-Jähriger. Wie gesagt, ich habe das schon viele Male gesehen. Alles kann Heilung erfahren. Joe weiß das bestimmt auch. Alles kann durch deinen Geist Heilung erfahren, wenn du in eine andere geistige Verfassung kommst, auf eine höhere Ebene. Also, wir sehen es im Gruppeneffekt. Und was passiert da? Wisst ihr, es ist die Gruppe, es ist die Intention, es ist der Wunsch der Person nach Veränderung, es ist Altruismus und es ist auch Liebe. Einfach nur Liebe. Die Leute berichten immer wieder, und ganz besonders jetzt, wo wir den größten Teil des vergangenen Jahres im Lockdown zugebracht haben, da erzählen die Leute immer wieder, dass diese Gruppen ihre Intentionsfamilie sind, wo sie sich diesen Menschen ganz nahe fühlen. Das waren ja anfangs absolut Fremde, aber sie stehen füreinander ein und sie machen immer wieder die Absicht für dich.
Und die Kraft von solch einer Art von bedingungsloser Liebe sollte man nie unterschätzen. Es ist eine außergewöhnliche Heilkraft. Denkt mal an Maya, das waren ja total fremde Menschen. Und sie haben ihr diese Liebe geschickt. Und zwar so viel davon, dass sie das Gefühl hatte, dass sie nicht mal alles gebraucht hat. Ich denke, da gibt es eben auch dieses Element. Und alles kann Heilung erfahren. Und jetzt wieder eine tolle Frage für dich, Joe. Also, da will jemand etwas über Gehirnwellen wissen. Wo auf dem Gehirnscan schaust du danach, um zu sehen, ob eine Person über sich hinauswächst? Also geht es hier um ein funktionelles MRT, um ein QEEG, also ein quantitatives EEG? Welche Frequenz, wo genau, Stirnlappen? Was ist da deine Erfahrung, Joe? Weil es führen ja viele Straßen nach Rom. Und was wir machen, unterscheidet sich auch durchaus, was die Hirnwellen betrifft. Aber zuerst würde ich das gerne von dir hören. Also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen in dieser Sendung, aber so viel dazu. Woran wir als Community arbeiten, ist, ins Betriebssystem einzusteigen, da, wo wahre Veränderung stattfinden kann. Und das bedeutet dann, dass sich jemand selbst regulieren lernen muss und seine Gehirnwellen ändern lernen muss. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Frage, wie genau dieses Phänomen stattfindet. Und wenn wir vom Bewusstsein zum Unterbewusstsein gehen, dann müssen wir durch diesen analytischen Geist hindurch, den kritischen Teil, der das, was wir wissen, gegen das abwägt, was wir nicht wissen, ganz einfach ausgedrückt. Wenn du lernst, wenn du etwas im Leben umsetzt, wenn du ethische Fragen erörterst, ist es wichtig, einen analytischen Geist zu haben. Aber wenn wir durch Stress ein bisschen aufgeregt sind, dann werden wir zu analytisch. Und die Gehirnwellen gehen dann in den hohen Beta-Frequenzbereich. Das führt dazu, dass wir uns zu stark auf die Dinge fokussieren. Das passiert bei Stress. Es ist dann eine Endlosschleife. Im Stress verengen wir den Fokus auf alles in der Umwelt, was eventuell dafür verantwortlich ist, wie wir uns gerade fühlen, nämlich bedroht. Als wir uns also damit beschäftigt haben, wie wir den Leuten die Veränderung der Hirnwellen beibringen können, hatten wir die Idee, vielleicht genau das Gegenteil zu tun. Anstatt dass sie sich auf etwas Materielles konzentrieren, den Fokus immer mehr verengen, dass sie stattdessen den Fokus weiten und die Aufmerksamkeit auf das Nichts lenken, auf den Raum, auf Energie. Und dieses Erspüren führt dazu, dass die Gehirnwellen sich verlangsamen, vom Beta-Bereich zum Alpha-Bereich. Und übrigens sind es ganz besondere Alpha-Wellen. Wir haben nämlich gesehen, dass dieses Durcheinander im Gehirn, das von den Stresshormonen stammt, systematisch einer Ordnung gewichen ist. Wir haben mehr Kohärenz und Ordnung im Gehirn gesehen. Und dass verschiedene Bereiche des Gehirns sich zusammengetan haben, zu quasi immer größeren Gemeinschaften. Und was im Gehirn synchron abläuft, das verknüpft sich auch miteinander. Im Gehirn ist es also ganz global zu Kohärenz gekommen. Und natürlich kommt es am Anfang zu einer Aktivierung im Vorderhirn. Und das Vorderhirn wird dann den Schaltkreisen im Gehirn gegenüber weniger aufmerksam. Und ganz plötzlich gelangt die Person dann in den Bereich der Theta-Wellen. Der Theta-Bereich ist ein sehr hypnotischer Zustand. Und da ist die Person dann sehr leicht beeinflussbar, sehr offen für Informationen. Beeinflussbarkeit heißt ja, Informationen zu akzeptieren, zu glauben, sich ihnen zu überlassen, ohne sie zu analysieren. Und jetzt ist die Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein weit offen und du kannst das Programm umschreiben, mit neuen Informationen versorgen. Genau das macht ja auch zum Beispiel ein Hypnotiseur. Was also, wenn die Person die Augen geschlossen hat, still da sitzt, im Hintergrund Musik läuft, die Person schmeckt nichts, riecht nichts, bewegt sich also nichts, fühlt nichts? Kann sie sich dann auf Informationen einschwingen, die nicht in der dreidimensionalen Realität existieren, über die Sinne? Und wenn die Leute sich auf Informationen Energie einschwingen, und zwar nicht mit den Sinnen, sondern mit dem Gewahrsein, wenn da Resonanz ist, also Kohärenz zwischen dem Nervensystem, dem Gehirn und dem Herzen, dann schwingen sich die verschiedenen Elemente aufeinander ein und die Person gerät plötzlich in einen sehr erregten Zustand und das sind dann Frequenzen im extrem hohen Gamma-Bereich. Nicht ein bisschen Gamma, nicht viel Gamma, auch nicht sehr viel Gamma, sondern hier meine ich wirklich ein übernatürliches Ausmaß an Gamma-Wellen.
Das gesamte Gehirn der Person ist erregt und super kohärent. Und die Person erlebt diesen Moment der Transzendenz, wo sie sich mit etwas Größerem verbunden fühlt, wo die Sinne auf einer viel höheren Ebene funktionieren, wo das, was zwischen den Ohren vor sich geht, so viel realer ist als alles, was sie je in ihrem Leben erlebt hat. Da sind sie in Berührung mit diesem Informationsfeld, mit dem unbekannten Ich. Und je kohärenter das Gehirn, desto geordneter das Signal. Und das Gehirn wandelt diese Informationen dann in ganz profunde Bilderwelten. Die Gammaströme, die Erregung, die da erzeugt wird, stammt ja nicht von der Angst oder Anspannung, von Wut oder Aggression, von Schmerz oder Leid, sondern diese Erregung ist Ekstase, ist Glückseligkeit und es läuft total geordnet ab. Der denkende Neokortex hat gerade nichts zu melden und das autonome Nervensystem, das alle Systeme im Körper steuert und koordiniert, erhält eine sehr klar schwingende, kohärente Signatur. Und plötzlich werden alle Zellen des Körpers von einer höheren Frequenz berührt oder erfasst. Und sie beginnen, Informationen zu erhalten, durch die sie dann sehr viel kohärenteres Licht und kohärentere Informationen abstrahlen. Und die Person sagt dann, ich war so verbunden, ich habe das in jeder Zelle meines Körpers gespürt. Wie du gesagt hast, es ist sehr physisch und gleichzeitig auch gar nicht. Die Erregung erzeugt einen Moment in der Zeit, wo du das Gefühl hast, mit etwas Größerem verbunden zu sein. Und du brauchst nur einen solchen Moment zu erleben und kannst nie mehr wieder zu deinem alten Ich zurückkehren, denn du weißt jetzt zu viel. Wenn wir also diese Momente sehen, wo die Muster unterbrochen werden, wo praktisch die Downloads stattfinden. Sobald wir das zum Beispiel an einem Anstieg der Frequenz sehen, kann ich zu dem Wissenschaftler, der neben mir sitzt, schon sagen, ah, guck mal, bei Lynn ist es gleich soweit. Der fragt dann, was meinst du? Ah, warte nur, schau genau hin. Ja. Wird noch gut. Im Gehirn befindet sich dann nämlich so viel Energie, dass manche Neurowissenschaftler Angst bekommen, die Person könnte gerade einen Anfall haben. Nur, die Person liegt total ruhig da, mit einem riesen Grinsen auf dem Gesicht und es passiert gerade was ganz Tolles mit ihr. Und das ist nicht nur in einem Gehirnareal, sondern im gesamten Gehirn. Und dann geht auch noch das Herz in Kohärenz. Und dann kommt es zu einer Sympathikus-Reaktion, zu einer Erregung. Und es ist dann quasi wie ein, wie du gesagt hast, ein einziger großer Körper-Hirn-Orgasmus. Die Person ist in Kontakt mit dem Göttlichen, in Berührung mit der Quelle, in Verbindung mit der reinen Liebe. Und das Coole daran, finde ich, ist, dass es völlig unabhängig ist von Rassenzugehörigkeit, Ernährungsgewohnheiten, sexuellen Präferenzen, sozialen oder kulturellen Zugehörigkeiten. Es passiert Alten und Jungen, Kranken und Gesunden. Es ist also niemand etwas so Besonderes, dass er von diesem Phänomen ausgenommen wäre. Soweit das also in aller Kürze. Vielen Dank, Joe, das ist echt genial. Und was auch interessant ist, ich habe ein paar Leute gesehen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die also zurückgekommen sind und dann heilende Fähigkeiten hatten. Und bei ihnen hat man auch einen hohen Gamma-Bereich festgestellt. Faszinierend, ne? Bei buddhistischen Mönchen hat man es auch festgestellt. Ja, echt genial. Und das ist ein außergewöhnlicher Weg zur Heilung. Und ich will euch ein bisschen von unseren Erfahrungen in unseren Power of 8 Gruppen erzählen. Die Gehirnwellensignatur ist nämlich ganz anders. Aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Denn beide haben, wie gesagt, außergewöhnliche heilende Kräfte. Und wir beobachten das ja ganz genau. Also wir haben auch schon mit Neurowissenschaftlern gearbeitet und hatten in den Studien dann Neulinge, zum Beispiel Leute, die noch nicht mal jemals meditiert hatten, und haben sie in Power of Eight Gruppen eingeteilt und haben ihnen QEEG-Kappen aufgesetzt. Das kam ja auch in der Frage vor. Und wir haben herausgefunden, dass es zu einer globalen Verringerung der Gehirnaktivitäten kam, aber vor allem in den Gehirnarealen, die dafür zuständig sind, dass wir uns getrennt fühlen. Also zum Beispiel in den Scheitellappen hier, die unterscheiden, was ich bin und was nicht
ich bin und sie helfen uns, uns durch den Raum zu bewegen. Also in ihnen war nur ganz wenig Aktivität, auch in den Schläfenlappen nur wenig. Und auch in den Teilen des Gehirns, also zum Beispiel im Stirnlappen, also da war auch nur ganz wenig Aktivität da, vor allem im rechten Stirnlappen. Also in den Teilen des Gehirns, die mit Sorgen und Zweifel und Negativität assoziiert sind. Das waren also die Gehirnwellensignaturen. Wir dachten, sie würden aussehen wie die in der Meditation, aber das war gar nicht so, sondern sie waren vielmehr den Gehirnwellensignaturen ganz ähnlich, die man aufgezeichnet hatte bei Nonnen im ekstatischen Gebet oder buddhistischen Mönchen im ekstatischen Gebet oder Sufi-Meistern während des Chantens. Dr. Andrew Newberg hat sich damit ja ausführlich beschäftigt. Es waren wirklich die fast identischen Gehirnwellensignaturen. Das waren also Leute, die einen Zustand ekstatischen Einsseins erlebt haben. Und wie Joe gesagt hat, es geht darum, über sich selbst hinauszuwachsen, über dieses körperliche, gewöhnliche, sich getrennt fühlende Ich. Das scheint tatsächlich eine Überholspur zur Heilung darzustellen. Also, dann will ich noch mal eine Frage für dich aussuchen, Joan. Was haben wir denn da noch? Ja, das ist eine sehr coole Frage auch. Wie kann man die Angst loswerden, die man nach der Diagnose hat? Habt ihr da Vorschläge? Ich denke, das ist eins der schwierigsten Dinge für viele. Dieser Moment, wo der Arzt die Diagnose bekannt gibt, verkündet sozusagen, und in dem Moment steigt die Angst hoch. Dadurch ist die Person dann nämlich sehr offen gegenüber Informationen, die diesen Emotionen entsprechen. Da wird also zum Beispiel jetzt bei jemandem Krebs im Endstadium festgestellt oder eine fortschreitende ALS diagnostiziert. Alles, was der Arzt ab diesem Punkt sagt, beginnt das autonome Nervensystem in ein bestimmtes Schicksal hinein zu programmieren. Anders ausgedrückt, Sie haben noch 6 Monate zu leben oder bei dieser Erkrankung treten üblicherweise die folgenden Dinge auf. Und weil die Person Angst hat, akzeptiert sie diese Informationen, glaubt ihnen und gibt sich ihnen hin, weil sie ja der Angst entsprechen. Und das programmiert das autonome Nervensystem dann buchstäblich darauf, genau das zu erleben. Und wie du gesagt hast, Leute können sich durch einen einzigen Gedanken darauf programmieren, zu sterben in dem Moment, wo sie ihr Leiden mit einem bestimmten Symptom verknüpfen. Wir haben uns ausführlich damit beschäftigt und wissen deshalb, dass die Angst die Person ja in einen Zustand versetzt, wo es ums Überleben geht. Und das schwächt buchstäblich das Immunsystem des Körpers, reguliert die Gene runter und beschleunigt und verstärkt das Krankheitsgeschehen, weil da ja gar keine Energie für Heilung zur Verfügung steht, auch nicht für Wachstum und Reparatur innen drin, wenn alle Energie mobilisiert wird, um einer Bedrohung im Außen zu begegnen. Das heißt, als erstes muss die Person intellektuell verstehen, also ganz theoretisch und analytisch, dass ein Unterschied besteht zwischen einem Leben im Überlebensmodus oder Kreationsmodus. Und dass sie daran arbeiten muss, der Emotion der Angst kein Gehör zu schenken, indem sie sich bei den Gedanken ertappt, die diese Gefühle erzeugen. Und wenn sie das Gefühl fühlt, muss sie das Muster durchbrechen, das normalerweise noch mehr der gleichen Gedanken hervorruft. Wenn dieser Teufelskreis von Denken und Fühlen unterbrochen wird, dann erzeugt das ein enormes Unbehagen. Enormes Unbehagen. In dem Moment also, wo du dich für Veränderung entscheidest, solltest du darauf gefasst sein, dass es sich unangenehm anfühlen wird. Und das Unbehagen, das wir fühlen, wenn wir keine Angst fühlen, ist manchmal größer als die Angst als solche. Denn wenn wir Angst haben, dann können wir wenigstens etwas Vertrautes fühlen, etwas Bekanntes. Aber wenn wir da draußen im Unbekannten sind und keine Angst mehr haben, dann kehren manche ganz schnell zurück zu, aber was, wenn dies passiert oder jenes? Und dann beschäftigen sie sich im Geist mit den Worst-Case-Szenarien. Wenn wir diese Vision von der Zukunft, also was wird mit mir passieren,
mit der Emotion der Angst kombinieren, dann konditionieren wir den Körper emotional darauf, zum Geist der Angst zu werden. Und mit der Zeit wird der Körper so stark programmiert, dass wir eine Panikattacke haben können, egal wie sehr wir versuchen mögen, sie mit unserem Bewusstsein zu kontrollieren. Wir haben sie nämlich unterbewusst schon programmiert. Also den Leuten zu zeigen, wie sie sich ganz in den gegenwärtigen Moment hineingeben können, gehört zu den wichtigsten Dingen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wenn jemand da sitzt und der Körper möchte sich hinlegen oder aufstehen oder aufhören oder er hat Angst oder geht zurück in die Vergangenheit, anstatt aufzuhören oder sich aufzugeben, muss die Person genau jetzt den Gedanken erwischen, der dieses Worst-Case-Szenario beschreibt und stattdessen ins Jetzt zurückkehren. Wenn der Körper übermäßig wachsam wird, ungeduldig, angespannt, ängstlich, dann wäre es perfekt, dem Körper zu helfen, im Jetzt zu landen, wieder da zu seinem Jetzt. Und wenn du dir vorstellst, der Körper wäre ein Tier, du würdest dieses Tier trainieren. Wenn es versucht, zum Worst-Case-Szenario in der Zukunft zu rennen, dann fängst du es ein und du holst es ins Jetzt zurück. Und dann hast du einen Sieg errungen. Das ist ein Sieg für dich. Wenn du bemerkst, dass du dich gerade daran erinnerst, was der Arzt dir über die Diagnose gesagt hat und an die Emotion, die damit verknüpft ist, und du gehst in die Vergangenheit und du ertappst dich dabei und kehrst ins Jetzt zurück, dann übst du einen Willen aus, der stärker ist als das Programm. Besser gesagt, du lässt den Körper wissen, dass er nicht mehr der Geist ist, sondern du. Und wenn du das konsequent machst, immer wieder, dann kommt ein Moment, genau wie wenn du ein Tier trainierst, wo der Körper nachgibt und sich dem Jetzt hingibt. Und anfangs ist es mühsam, weil der Geist das nicht gewohnt ist. Aber wenn du dranbleibst und dich jedes Mal dabei ertappst, wenn du ins Unbewusste abgleitest und es dir wieder bewusst machst und immer wieder ins Jetzt zurückkehrst, dann kommt der Moment, wo der Körper sich dann endlich fügt. Und da wird dann Energie frei. Informationen und Energie werden aus dem Körper freigesetzt. Wir gehen von Teilchen zu Welle, von Materie zu Energie. Und die Energie geht dann ganz automatisch ins Herz. Und gewissermaßen verwandeln wir Schmerz und Schuldgefühle und Gefühle des Unwürdigseins in Liebe. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel die Angst verwandeln in einen Zustand der Dankbarkeit. Warum ist das wichtig? Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sich geheilt haben und immer das Gleiche gesagt haben. Ich habe einfach diesen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich so glücklich darüber war, wer ich bin. So dankbar dafür, am Leben zu sein, dass es mir völlig egal war, ob ich diese Krankheit habe oder nicht. Und genau das ist der Moment, wo Heilung stattfindet. Denn die emotionale Signatur der Dankbarkeit, wenn du etwas erhältst, etwas Gutes oder gerade erhalten hast, wenn dir etwas Gutes geschehen ist oder gerade geschieht, dann hast du dieses Gefühl von Dankbarkeit. Und die emotionale Signatur der Dankbarkeit bedeutet ja, dass es bereits geschehen ist oder dass dir jetzt gerade etwas Wunderbares geschieht. Der Körper ist in diesem Zustand der Dankbarkeit so objektiv, dass er uns in den Zustand der Empfänglichkeit führt. Wenn wir also anfangen, Dankbarkeit zu spüren und wir die Angst gegen die Dankbarkeit eintauschen, akzeptieren, glauben und überlassen wir uns ja den Gedanken, die diesem neuen emotionalen Zustand entsprechen. Und dann können wir anfangen, das autonome Nervensystem auf ein neues Schicksal zu programmieren. Die Angst überwinden erfordert unglaublich viel Energie und unglaublich viel Gewahrsein. Denn dein Gehirn kehrt immer wieder zu diesem Moment der Diagnose zurück und zu allem, was der Arzt danach gesagt hat. Und die Leute, die Heilung erfahren haben, haben dann ganz oft einfach aufgegeben und gesagt, ich werde diese Diagnose nicht akzeptieren, sie nicht glauben, mich ihr nicht überlassen, ohne sie zu analysieren. Und ich ändere jetzt meine Gedanken und mein Verhalten und wie ich spreche und wie ich mich fühle. Wenn wir im Zustand der Dankbarkeit sind, sind wir sehr offen gegenüber den Emotionen und Gedanken, die diesem Zustand der Dankbarkeit entsprechen. Und genau so starten wir den Umprogrammierungsprozess. Also da bin ich ganz deiner Meinung, Joe. Die Dankbarkeit ist ein so wichtiges Element. Die Leute schauen im Wesentlichen das an, was mit ihrem Leben nicht stimmt und nicht das, was gut an ihrem Leben ist. Und sie denken auch nicht an kleine Schritte. Aber solche kleinen Schritte der Dankbarkeit können dann durchaus zu Riesenschritten der Heilung werden.
Da hat jemand gefragt, und das sind ein paar Fragen, die ich jetzt gern beantworten würde. Also die eine Frage ist die Wirkung nachhaltig? Auch ist sie dann noch da, wenn du nicht mehr in der Gruppe bist? Also ich kann da nur von den Tausenden von Menschen berichten, mit denen ich gearbeitet habe, die permanent geheilt wurden, nachdem sie in einer Power of 8 Gruppe waren. Die Gruppe ist ein Gefährt für deine eigene Heilung. Die Gruppe und all diese Dinge, also die Intention, die Gruppenwirkung, der Altruismus. Und es gibt auch noch eine Unbekannte übrigens. Wenn wir mit Leuten arbeiten, die in Power of Eight Gruppen waren, dann beschreiben sie so Dinge. Und das waren ganz oft auch Leute, die eine einzige Heilung in einer Power of Eight Gruppe hatten. Da war zum Beispiel eine Frau mit einer fürchterlichen Arthritis im Knie. Es war so schlimm, dass das Knie hin und her gewackelt hat. Sie konnte kaum drauf stehen. Und nach 10 Minuten in einer Power of Eight Gruppe konnte sie tief in die Hocke gehen. Und ich habe sie danach gefragt, Sandy, was ist denn da passiert in deiner Erfahrung? Und sie hat gesagt, ich hatte das Gefühl, als würde mein Knie von warmen Fäustlingen umfasst und gehalten. Das hatte nichts mit der Gruppe zu tun. Die Gruppe saß im Kreis und hielt sich an den Händen. Aber da war auch noch etwas anderes da. Eine andere Frau hat gesagt, sie hatte das Gefühl, dass Lichtwesen hinter ihr waren, als wären sie wie so Verstärker. Also, ich weiß das nicht, kann das nicht beurteilen. In der Wissenschaft habe ich dazu noch nichts gefunden. Aber es kommt zu immer mehr solchen Gesprächen mit Menschen, die in Power of Eight Gruppen teilgenommen haben. Es kann etwas mit diesem außergewöhnlichen transzendentalen Zustand zu tun haben, wo sie sich das vorstellen. Oder es kann auch etwas Reales sein. Es gibt ja durchaus Geistführer und Lichtwesen und so weiter. Das ist also die große Unbekannte. Ja, ich sehe tausende solcher Fälle. Ich denke zum Beispiel gerade auch an Mitchell Dean, der an einer äußerst schweren Depression gelitten hat. Und das hat kein gutes Bild auf ihn geworfen, denn er ist klinischer Psychologe. Und nachdem er ein Jahr lang mit seiner Gruppe gearbeitet hat, hat er nicht nur seine chronische Depression überwunden, die Ursache dafür gefunden und korrigiert, mit Hilfe der Intentionen seiner Gruppe, sondern er hat auch noch etwa 8 Kilo abgenommen, hat die Schreibblockade überwunden, hat meditieren gelernt, konnte die Welt teilhaben lassen an einer neuen Technik, die er entwickelt hatte zur Heilung seiner Patienten in der Psychologie. Sein Leben hat also Heilung erfahren. Und gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen, habe ich von ihm gehört und es geht ihm weiterhin super. Also ja, die Heilungen halten an. Und die andere Frage, der andere Teil der Frage ist, was, wenn jemand nicht daran glaubt? Naja, die Geschichte, die ich euch von Luke erzählt habe, ist ja da perfekt. Der Junge, der Selbstmord begehen wollte, er war 15. Und wie die meisten Jugendlichen, und ganz besonders in diesem Fall, wo seine Eltern an die Kraft der Intention geglaubt haben, hat er sie für ziemlich doof gehalten. Die ganze Idee mit der Intention war ziemlich albern für ihn. Also es konnte sich nicht in diesem Fall nicht um einen Placebo-Effekt halten, denn er hat überhaupt nicht daran geglaubt. Wir erleben also viele, viele solche Fälle. Also Joe, ich glaube, wir könnten noch ewig weitermachen. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen willst? Oh, weißt du, ich freue mich so sehr, dass die Leute für diese Konzepte offen sind und für diese Ideen. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben vor mehr als 20 Jahren, damals sah das noch ganz anders aus, ne? Diese Konzepte und Ideen wurden ja ganz schnell auch mal abgetan und so. Ich empfinde es wirklich als Privileg, so etwas mit so Leuten wie mit dir zum Beispiel machen zu können, die dranbleiben und Interesse an der Empirie haben und auch die Ergebnisse messen. Und die Tatsache, dass es Leute interessiert, dass Leute sich damit beschäftigen und dass es zu einem neuen Weg wird, zu einem neuen Bewusstsein. Also ich bin einfach total dankbar dafür. Also danke, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, da einen kleinen Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank an dich, Joe. Dein Beitrag war äußerst willkommen, ganz außergewöhnlich. Wie du gerade gesagt hast, wir sind uns vor fast 20 Jahren begegnet. Wir hatten damals gerade mit diesen Dingen angefangen und schau mal, was seither alles passiert ist. Und ich würde euch gerne auch noch wissen lassen, dass Joe einen Kurs mit dem Titel Die Formel machen wird, ab etwa Ende
Ende Februar. Und am besten gehen die Leute auf deine Webseite. Und die ist? Ja, meine Webseite ist drjodispenser.com. Wir haben noch kein festes Startdatum, weil noch einiges in Bewegung ist. Aber die Formel ist ein empfehlenswerter Kurs auf Einführungsebene, um den Leuten zu erklären, was wir entdeckt haben in all unseren Forschungen, um den Leuten dabei zu helfen, messbare Veränderungen im Körper und im Leben zu bewirken. Wir haben es auf eine ganz einfache Formel gebracht. Wenn Leute Heilung suchen, ist es unserer Erfahrung nach wichtig, dass sie die Formel lernen. Das ist auf alle Fälle hilfreich. Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Joe. Und was mich betrifft, ich habe eine Power of Eight Masterclass, das Jahreskurs, ist ein Signature-Kurs. Er beginnt am 6. Februar. Wenn er dich interessiert, es gibt noch einige wenige freie Plätze. Geh am besten auf meine Website lynnmctaggart.com. Ihr könnt das auch im Chat, glaube ich, sehen. Und auch für Leute, die eine Power of Eight-Gruppe gründen wollen, ihr bekommt da auch jede Menge Instruktionen von mir, Hilfestellungen das ganze Jahr über und Tipps. Du bist ja auch Teil einer Gruppe. Wir verfolgen deine Fortschritte, unterstützen dich und helfen bei deiner Heilung mit. Für jene, die nur eine Power of Eight-Gruppe begründen wollen, dazu findest du auch die Informationen auf meiner Website, auf meiner neuen Community-Seite. Da kannst du es bekannt geben. Und im Chat haben auch ein paar deutschsprachige Teilnehmer gefragt nach Power of Eight Gruppen. Für euch gibt es eine tolle Neuigkeit. Ich werde einen Intention Essentials Kurs machen, und zwar auf Deutsch, ab Mitte März. Schaut euch das alles am besten auf meiner Website an. Da erfahrt ihr alles Wichtige. Dr. Joe, wir haben immer so viel Spaß zusammen. Wir kommen beide aus New Jersey übrigens. Er ist der Jersey Boy, ich bin das Jersey Girl. Und wir reden sehr gern über die fantastische Pasta und Fleischklöße, die unsere Großmütter gemacht haben. Deswegen ist es immer schön, zusammenzukommen, egal wo wir auf der Welt gerade sind. Also hoffentlich, Joe, werden wir bald wieder reisen können und einander treffen. Ja, lass das unsere Absicht sein. Super, vielen herzlichen Dank. Danke an alle, dass ihr dabei wart. Und passt gut auf euch auf.